Nintendo. Super Mario. All-Stars. Wir lassen den ganzen Quatsch mit den Schatten und so jetzt an der Stelle einfach mal sein. Und das gibt mir die Gelegenheit, euch mal wieder ein fröhliches Hallo zu wünschen und also beziehungsweise ein fröhliches Hallo zu sagen und herzlich willkommen zu sagen. Und ihr wisst schon, was ich meine. Es ist egal. Ich bin der Herringway, ich mache ab und zu mal ein Let's Play hier auf YouTube und manche Leute schauen sich das an. Ja, Super Mario All-Stars. Wir haben dieses Spiel ja noch nicht komplett ausgenudelt. Und heute war mal wieder so ein Tag im Leben meines Let's Player-Daseins, wo ich mir gedacht habe, du könntest mal wieder ein neues Projekt anfangen, weil ich festgestellt habe, dass in meinem Ordner nicht mehr so allzu viele Videos tatsächlich da sind, die ich in nächster Zeit hochladen könnte oder kann. Und um weiterhin einen regelmäßigen Upload zu gewährleisten, habe ich mich jetzt einfach mal dazu entschlossen, mit Super Mario All-Stars weiterzumachen. Ich hatte es ja andeutungsweise schon mal versprochen. Irgendwie so. Nachdem wir jetzt also zuletzt Super Mario Bros. 3 und Super Mario Bros. 2 abgeschlossen haben, habe ich mir jetzt gedacht, wir könnten ja mit einem dieser anderen Super Mario Spiele hier noch weitermachen und wir machen zum krönenden Abschluss Super Mario The Lost Levels. Ich will mich heute nicht zu sehr aufregen. Nee, das muss einfach nicht sein. Deswegen machen wir das ganz normale Super Mario Bros. Es wird sehr schön und sehr spaßig werden und wir löschen mal wieder einen Spielstand, wenn ich irgendwie herausfinde, wie man genauso. Wie man das macht, ja. File A, also Datei A und New und Neu und wir fangen einfach mal an. Super Mario Bros. One-Player Game. Ja. 1985 erstmals erschienen in Japan. Wir feiern, wem es noch nicht aufgefallen ist, in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum von Super Mario, der mit diesem Spiel tatsächlich seinen richtigen Durchbruch gefeiert hat. Und ja. Hier sehen wir eine kleine Mini-Demo und hier sehen wir, was uns gleich noch bevorstehen wird. Der eine oder andere böse Gumba nämlich, bei dem wir draufgehen werden. Aber ja, soweit wird es an der Stelle hoffentlich nicht kommen. Jedenfalls nicht in Welt 1.1. Hier sind wir jedenfalls. Ich bin der Mario. Ich springe hier in Welt 1.1 herum und hier habe ich meinen ersten Gegner, den Gumba. Und das war keine Absicht. Scheiße. Nein. Nicht gut. So, ja, hier, ich bin der Mario und ich spring auf Gumbas und es gibt 100 Punkte. Ja, gut, das ist jetzt an der Stelle egal gewesen. So, ja, und hier habe ich meinen ersten Superpilz und ja, damit kann ich groß werden und ganz tolle Sachen machen. Also, wir sind Mario, wir können hüpfen, springen, laufen und so weiter und so fort. Wir können ab und zu mal in Röhren reingehen. Wir können auf Gumbas drauf hüpfen und wir können auch konsequent drauf gehen, wenn wir Bock dazu haben. Und an der Stelle können wir jetzt einfach mal wieder ein extra Leben erhaschen und schon sieht das alles wieder so aus, als wäre nichts passiert. Hahaha, ja, ich bin so gut. Hier finden wir jetzt unser erstes richtiges, ja, Item, könnte man sagen. Also neben dem Pilz haben wir, mit dem wir groß werden können und mit dem wir eben einen Treffer mehr praktisch aushalten, können wir noch eine Feuerblume finden und mit der Feuerblume können wir Feuerbälle schmeißen. Ja. Und wenn wir dieses Item zur Verfügung haben, dann können wir eben unsere ganzen Feinde rösten. Und wir können noch ganz viele andere Sachen machen, wie zum Beispiel hier Münzblöcke finden, wo wir zahlreiche Münzen halt heraushüpfen lassen können. Und wir können Sterne einsammeln und mit diesen Sternen werden wir unbesiegbar und unverwundbar und ja, dann gehen alle Gegner kaputt und irgendwas war hier noch. Ah, genau, da war noch eine Feuerblume. Ups. Noch mehr Punkte. Dab, 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 dab. Und das ist Super Mario. Muss ich noch irgendwas erzählen? Jeder von euch kennt Super Mario. Und das wurmt mich jetzt an der Stelle irgendwie schon, dass ich beim ersten Gummer draufgegangen bin. Ich habe noch überlegt, so, schaffst du das jetzt oder schaffst du es nicht? Ach, das schaffst du, komm, das schaffst du, das ist jetzt. Das wäre jetzt total dämlich, wenn du jetzt beim ersten Gummer drauf gehst. Aber nee, na gut. Egal. So, Fragezeichenblöcke, da springen ab und zu mal Münzen raus und andere Sachen. Und ja, den Sprung habe ich ja schon mal total verkackt. Und ja, da haben wir am Ende so einen Fahnenmast und so eine kleine Burg. Und wenn wir gegen den Fahnenmast springen und diese komische Totenkopfflagge da runterholen, dann haben wir die Welt geschafft. Und jetzt gab es nochmal Feuerwerk. Hurra, hurra, hurra. Und jetzt können wir auch schon in Welt 1-2 gehen. Ja, das Spiel ist einfach gestrickt, oder? Ja. Man bedenke, dieses Spiel ist 1985 erschienen. Das war damals ein Meilenstein, was ja das ganze Jump'n'Run-Genre anging, beziehungsweise angeht. Und Es ist natürlich immer noch ein Meilenstein in der Beziehung und man hat dieses Spiel nicht vergessen und Mario hat allein durch dieses Spiel irgendwie, ups, seinen Durchbruch geschafft. Vollkommen zu Recht natürlich.
Und jetzt können wir hier so aufspringen und da so. Und wir können übrigens nur als großer Mario die Blöcke kaputt hauen. Hier könnten wir, wenn wir ein bisschen lustig sind, wären und so, einfach mal auf die Decke springen und dann, ne, hier oben weiterlaufen. Aber das wollen wir an der Stelle nicht machen. Denn dieser Run wird mal wieder genauso wie meine anderen Super Mario Brothers Durchgänge, also so wie bei Teil 2 und Teil 3. Ich werde keine Warp-Zonen oder irgendwie irgendwas in der Richtung benutzen. Ich werde die Spalten so durchspielen, wie sie von den Entwicklern beabsichtigt und kreiert wurden. Also, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich werde keine Abkürzungen benutzen. Nein, ich stelle mich wie ein ganz normaler Super Mario Brothers Spieler an. Und spring mal hier drauf und spring mal hier drauf und dann gehen wir hier hoch und sammeln bitte noch ein Leben ein. Danke. Denn ich habe so den Verdacht, dass wir diese Leben vielleicht noch gebrauchen könnten. So, hier sind wir in einem Bonusraum. Hey, yo, hier sehen wir Marios Konterfei im Hintergrund. Das gab es auf dem Nintendo Entertainment System damals nicht so. Denn, ja, wir spielen hier logischerweise Super Mario All-Stars Version mal wieder. Die ganze Grafik ist ein bisschen aufgehübscht und, ja, Mario sieht ein bisschen netter aus und die Gegner sowieso und so weiter und so fort. Ihr kennt das Prinzip ja mittlerweile. Da sind Piranha-Pflanzen, die können wir auch kaputt machen. Zack, zack. Ja, und wir merken, die Steuerung, das ist alles nicht so einfach. Lalalala. Bewegliche Plattform, da können wir so draufspringen. Und da können wir hier so draufspringen und können wir hier so weitermachen. Und ja, dann sind wir hier vorbei. Düpp, düpp, düpp. Und dann sind wir hier oben, wieder in der Oberwelt. Frischluft und den Sprung habe ich jetzt mal geschafft. 5000 Punkte ist das Höchste, was man erreichen kann mit diesen komischen Fahnenmasten. So, ja, oben rechts haben wir noch eine Zeitleiste, also praktisch eine Uhr, die gnadenlos immer heruntertickt. Wir können uns also nicht unbegrenzt viel Zeit lassen, während wir hier eben mit Mario herumhüpfen. Ups. Rote Koopas laufen auf den Plattformen immer schön hin und her. Goombas fallen immer herunter. Und ja, was haben wir noch? Neben der Zeit haben wir natürlich die Anzeige, in welcher Welt wir uns befinden. Und links neben der Weltenanzeige ist noch unsere, ja, unser Münzenzähler, wo wir lesen können, wie viele Münzen wir eingesammelt haben. Momentan 95, 97, 98, 99. Wenn wir 100 Münzen haben, dann bekommt Mario ein extra Leben spendiert. So. Zack. Und zack. Und zack. Ja, zum Beispiel jetzt nochmal ein extra Leben. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 oh Gott. Und links oben noch ein Highscore-Zähler. Sowas war bei den damaligen Spielen irgendwie üblich. Und da konnte man sagen, hey, yo, ich habe über 60.000 Punkte in Mario Bros. Erreicht. Bin ich nicht total toll? Nein, wie man findet. So, und das hier ist eine ganz große Burg, weil das hier ist jetzt praktisch was Besonderes. Denn wir sind jetzt schon am Ende von Welt 1 angelangt. Jede Welt besteht praktisch aus vier Unterwelten. Und die vierte Unterwelt ist immer ein Schloss, ein großes Schloss. Und in diesem großen Schloss wartet am Ende ein böser Endgegner auf uns. Und hier gibt es auch Lavagruben, in die man auch hineinfallen kann, wenn man sich ein kleines bisschen ungeschickt anstellt. Irgendwie, ich hatte schon im Gefühl, dass heute kein guter Tag zum Spielen ist, aber ich muss das ja unbedingt halt anfangen. Gut, ja. Welt 1-4, das ist schön. Mario hat noch 5 Leben, das ist toll. So, hui, hui, hui. Ja, jetzt können wir hier gegenspringen und einen Pilz holen und gleich wieder klein werden, das ist toll. So, und weiter geht's. Döp, döp, döp. Döp, döp. Feuer, Walzen, noch und nöcher. Warum machen wir den ganzen Scheiß überhaupt? Nun, die Story ist einfach, aber genial. Mario ist ein Klempner und er wurde irgendwie in das seltsame Pilzkönigreich, also ihn hat es irgendwie hierher verschlagen. Ich glaube, er ist in irgendeine Röhre geklettert und so weiter und so fort. Und, Moment, ich glaube, die Story erzähle ich gleich weiter. Das hier ist jedenfalls der Endgegner, Bowser, der König der Koopas. Wir kennen und lieben ihn und ich glaube, ich springe da jetzt einfach mal drüber und schalte ihn aus. Blups. Oh mein Gott, er ist in die Lava gefallen. Und wir finden einen Sack. Und in diesem Sack ist, ta-ta-ta-ta, ein Toad. Thank you, Mario. But our princess is in another castle. Dankeschön, Mario. Aber unsere Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Gut, ja. Wir haben den komischen Toad-Pilzkopf da jedenfalls befreit und dürfen jetzt in Welt 2.